So Leute, direkt der nächste Tag. Ich bin, ich habe den ganzen Tag gepennt. Keine Ahnung. Ich bin glaube um 10:30 oder so aufgestanden, habe meine Mama angerufen, habe meinen Dad angerufen, habe dann ein paar Online-Dinge erledigt und bin dann wieder eingeschlafen, nochmal für 3, 4 Stunden. Und ja, ich bin soweit topfit. Halb ausgepackt habe ich auch schon. Ich fahre jetzt erstmal zum Strip, denn ich brauche erstmal ein paar Aufnahmen für euch und ich muss was essen und ja, gucken, was dann passiert. Ich werde auf jeden Fall meine erste Poker-Session heute spielen und im Mandalay Bay den Leuten Hallo sagen. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Meinen ersten Uber-Ride habe ich nun auch bestellt. Macht echt Spaß, wieder zurück zu sein, Leute. Wenn das nicht sexy aussieht, dann weiß ich auch nicht. Heute Mittag kam sogar der Bruce. Ach Quatsch, das habe ich, der Bruce. Bruce wohnt hier, das ist mein Nachbar. Heute Mittag kam der Fabian vorbei. Der war irgendwie 3 Minuten entfernt und meinte, ich komme dir kurz Hallo sagen. Der musste dann auch weiter. Ich bin dann mit einem T-Shirt und kurzer Hose einfach runter. Und es war null kalt, die Sonne hat voll auf mich drauf geballert und hat sich gut angefühlt, Leute. Ich bin jemand, der braucht die Sonne einfach. Hi. Nach Wochen das erste Mal wieder auf dem Strip, Leute. Geiles Gefühl. Wir sind auch noch eben die Fontänen hochgegangen, während ich im Uber saß. Uber kostet nur noch 8 Dollar. Es war so eine Sammelgeschichte, also man holt dann mehrere Leute noch ab. Und wir haben niemanden abgeholt, ich bin alleine mit dem gefahren. Und 8 Dollar. Lohnt sich schon überhaupt gar nicht mehr, ein Auto zu mieten. Also mein Plan war es eigentlich im Planet Hollywood zu essen. Dann ist mir eingefallen, ich habe gar kein Geld. Bin ich zum Cashier und wollte Geld wechseln. Und dann meinten sie zu mir, dass sie das nur für Hotelgäste machen. Jetzt muss ich rüberlaufen zum Bellagio. Da haben die guten Kurs bieten die dort an. Als ich gerade im Planet Hollywood lang gegangen bin, habe ich mal zum Poker Room geguckt und dann saß da auch direkt ein Kumpel von mir, der Holden, so heißt der. Er hat da gegrindet und hat mir auch erzählt, dass sie da direkt eine coole High-Hand-Promotion haben. Also jede Stunde wird eine High-Hand ausgezahlt, die Highest Hand halt. Das Coole an der Geschichte ist, man braucht nur eine Karte. Werde ich bestimmt nachher mal ausprobieren. Wieder zurück im Planet Hollywood. Mal gucken, ob der Holden mit N am Ende, der Holden noch da sitzt. Ich werde mich dann auch einkaufen. Erstmal werde ich was essen und danach werde ich mich einkaufen. Und ich sollte noch zum Mandalay Bay vorbeifahren, denn die Jungs haben mich anscheinend vermisst. Die haben gestern bei Facebook einen Post rausgehauen, was ziemlich lustig war. So sieht das Ganze aus. Ja, ich werde dem Ryan und so weiter nochmal Hallo sagen gehen nachher. Wer von euch hat schon mal Chipotle probiert? Das ist mexikanisch, glaube ich. Und schmeckt zwar nicht so wie das Essen in Mexiko. Das Essen in Mexiko ist überragend. Aber es ist super lecker und ich freue mich darauf, eine Portion Chipotle zu essen. So sieht das Ganze aus. Guacamole, Steak, Bohnen, Mais, Käse. Du hast nochmal so eine fette Matschepampe einfach. Und ja. So, das Essen ist nun vernichtet. Auf dem Weg zum Chipotle habe ich mein Seat reservieren lassen. Also setze mich jetzt direkt an den Tisch und mal gucken, wie die erste Session so läuft. Hier im Hintereingang vom Mandalay Bay, weil ich Hallo.
Weil der Ron, das ist der Kerl hier, der hat mich mitgenommen. Wir waren in Planet Hollywood. Planet Hollywood, die allererste Las Vegas Session mit einem Plus von $525 beendet. Und ja, jetzt sind wir mehr in LA Bay, sind eigentlich da, wo nur Mitarbeiter rein dürfen. So, die Küche war da, wir sind eben an dem Club, Hintereingang vom Club vorbeigegangen. Ich bin jetzt hier, um dem Ryan und all den anderen Hallo zu sagen. Leute, dieser Geruch hier in Mandalay Bay, es fühlt sich echt an wie zu Hause. Wo ist der Ryan? Ist der Adam? Wo sind die Jungs? Hi! How are you? How are you? Good, how are you? How you been? How's the flight? Oh, it was good, man. Thank you. I knew I smelled seafood. I knew I smelled Schon mal super lustig, die Jungs da wieder zu sehen und ja, wir haben direkt angefangen zu quatschen und so. Es waren sogar ein paar Spieler, die ich wieder erkannt habe und fühlt sich auf jeden Fall gut an, wieder zurück zu sein. Der Herr hier trinkt sehr gerne am Tisch und da er in Mandalay Bay arbeitet, darf er nicht spielen und trinken. Der ist halt so ein Partyspieler, wenn er dann trinkt, dann wird er laut am Tisch und so weiter. Deswegen haben die den verboten, im Mandalay Bay zu spielen. Aus dem Grund gehen wir jetzt rüber zum Luxor und ja, spielen jetzt im Luxor eine Runde. Fun over there, okay? We both cashed out $265. How weird is that? Yeah, we are. But I bought in for $600, he bought in for $100. No, I bought in for $2. Eingekauft mit 200, 265 ausgecashed. Also hier auch nochmal $65 plus. Und er genauso. Also. War ein cooler erster Tag hier in Las Vegas, Leute. Wir gehen jetzt nochmal rüber zu Mandalay Bay, gucken, was da so geht. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal spielen werde. Don't take it the wrong way. Oh, no, you're not. You're obviously not. Because when this. People want to see you in my vlog, man. They miss you. I got pushed, man. Ich habe mich vom Ron noch überreden lassen, doch noch eine Session in Mandalay Bay zu spielen. Als wir darüber gegangen sind, um Hallo zu sagen, da lief nur ein Tisch und das sah nicht so interessant aus. Und als wir zurückgegangen sind dann nochmal, dann liefen da schon drei Tische und ein kleines Turnier haben wieder gespielt. Ein $65 Turnier. Jedenfalls sah mein Tisch gar nicht mehr so schlecht aus und ich war auch ungefähr 140 plus, bis der Ron mich mit irgendeiner Kackhand da geblufft hat. Der hat mit 8-3 oder so hat er mich voll weggeblufft am River. Und ich habe sogar noch überlegt, ob ich mit Ass hoch einfach mal callen soll. Weil der Ron macht sowas voll gerne. Der hat den Reza einmal von Pocket Damen, glaube ich, runtergeblufft. Hat halt Kohle und schießt halt gerne rum. Ja, jetzt nochmal $85 ausgecashed. Also haben wir, glaube ich, vom Strip heute $675 abgeholt. Die größte Hand, die ich heute gewonnen habe, war mit 8-4 im Big Blind saß ich da. Flop kommt, König 8-4 in Kreuz, alles in Kreuz. Ja, Flop König, König 8-4, alles Kreuz. Ich checke, Early Position, ich weiß nicht, Under the Gun oder so. Der bettet 10. Alle anderen folden und ich call die 10. Turn kommt ein Ass, ich check wieder zu ihm hin und er bettet 25. Hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er ja, einen Flush Draw angespielt hat, einfach eventuell sogar Ass hoch, also hier Ass im Kreuz. Und war mir auch ziemlich sicher, dass er die Hand dann nicht folden wird, wenn er einen Ass trifft. Jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen, einen Turn einfach Check Raise zu spielen. Und habe auf 60 geraced. Er callt natürlich. River kommt irgendwie blank. 2 in Karo kam. Hab nochmal 60 angespielt und hat die 60 gecallt. Leute, die also Akku von meiner Kamera ist so langsam tot. Mein Akku ist auch so langsam tot. Ich werde sowieso jetzt nur noch nach Hause fahren, um meinen Vlog zu schneiden. Sehr gerne.
you don't have to go down this way? Yeah, there should be an elevator. Oh, thank you. Ja, für mich geht's jetzt nach Hause. Ich besorge mir noch ein bisschen was zu trinken und ein paar Snacks und so weiter. Und das war's für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Danke fürs Kommentieren, danke fürs Liken und nicht vergessen, abonnieren. Ach ja, im Übrigen hat die Bäcker mir einen Kalender geschenkt. Bravo. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out Mr. Dawson on pokermarket.com.